Also bis jetzt haben wir wirklich alle Pokémon gefangen, die besonders waren, die einzigartig waren, oder. So, wo geht's hier lang? Ah, okay. So. Mit denen haben wir ja schon gesprochen, mit denen haben wir auch schon gesprochen. Ja, Pummel kaufen. Hey, sollt ihr was über Raubzi und Hornio erzählen? Ja klar. Raubzi ist nicht besonders gefährlich, Hornio aber hat einen Giftstachel auf dem Kopf. Da musst du aufpassen, dass es dein Pokémon nicht piekst. So. Hallo? Kommst du aus Alabasta oder so? Da kennst du doch sicher, Professor Eich. Ey, es gibt nur drei Häuser, also natürlich kennt man das. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingegangen. Hab aber gerade die Hände voll zu tun. Würdest du für mich das nach Pokémon Professor Eich geben? Du erhältst ein Paket vom Angestellten. Du verschaust es in deine Itembox. Danke. Das ist richtig, richtig nett von dir. Richte Professor Eich noch schöne Grüße von mir aus. Willst du Professor Eich zurückkehren? Nee. Oh, du kommst bestimmt aus Alabasta, ja. Stimmt. Ah, hier ist der Pokémon-Laden. In diesem Laden verkaufen sich Papara Heiler angeblich am besten. Ich muss mir ein paar Tränke zulegen. Man weiß nie, wann ein Pokémon so schnell genug zu heilen werden muss. Herzlich willkommen. Wie darf ich beruflich sein? Ich will was kaufen. Pokémon Bälle 100? Denke, Gift King, Feuerheilung. Nein. Wie viel habe ich denn davon? Pokébälle? Nee, super. Über den Wunsch aufs Glück. Danke, danke. Mal das irgendwie anstehen? Nee. Was bist du? Die Trainerschule bildet aus. Ich lerne gerade etwas über Pokémon-Typen. Evoli gehört zu den normalen Typen. Pokémon von Normaltyp sind nur Pokémon vom Typ Kampf gegenüber im Nachteil. Wenn sich Pokémon im Kampf so richtig austoben dürfen und viel spazieren geführt werden, gewinnen sie ihre Trainer total lieb. Das hat mir eine große Schwester verraten. Puh, ich muss alle meine Notizen auswendig lernen. Also, liebe Klasse, wo könnten wir nochmal nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel oder in Büchern. Aber vergiss das nicht, diese Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Auf dieser Tafel steht Informationen zu den Staatsproblemen eines Pokémon-Gewährte eines Kampfes erleben kann. Über welches Thema willst du lesen? Nichts. Ja, Schule, hallo, wir sind hier in dieser Schule. Also in der Lehmschule. So. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in der Box geschickt. Du hast in deinem Beutel auch so eine Box, oder? Es tut mir leid, unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm bitte später vorbei.
Wo du von hier aus hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Du kannst dort kostenlos, wirklich kostenlos, jederzeit ein Team heilen. Route 22. Ah, ein bisschen. Hast du schon mal gegen ein anderes Trainer gekämpft? Also hier ein kleiner Tipp. Wenn die Intensive deines Pokémon größer als das gegnerische Team ist, kommt schneller zum Zug. Aber wie? Das Lesemagazin ist für alle da. Darauf hat mich die Dame im Empfang freundlich hingewiesen. So, aber wir haben eine Aufgabe. Wir müssen Haben wir schon? Haben wir schon? Echt nur Taubsies hier. Professor Eich. Hallo Becker. Na? Wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu? Na, das staune ich aber. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Das scheint als Pokémon-Trainer große Talente zu besitzen. Ach, war es etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Ah, meine Lieferung. Ist also eingetroffen. Ach, danke für deine Mühe. Und dass du das auch extra gemacht hast. Und dass du die extra hergebracht hast. Professor Eich, mein Pikachu hat eine Attacke gegen... Ach, cool. Ach, wow. Wie cool ist das denn, Becker? Ist Evoli einfach so auf deinen Kopf gesprungen? Niki, du kommst gerade richtig. Ich hatte eben gerade eine tolle Lieferung erhalten. Hier ist etwas für dich. Du erhältst Beere von Professor Eich. Du verschaust sie in deine Pfannentasche. Sieht ja lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirfst du ein Pokémon eine Mimimi-Beere zu, bevor du es mit einem Pokéball analysierst, freust dich da riesig drüber und lässt sich daher auch leichter fangen. Sagen sie doch erst gleich. Ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Nun, wäre es auch geklärt, ihr beide. Ob ihr möglich viele Pokémon fängt oder lieber ein paar wenige besondere auf sorgfältige trainiert, das bleibt euch ganz überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Also, ich will die ganzen Pokémon sammeln. Aber nicht nur das. Ich will sie nämlich auch gut trainieren, damit sie auch richtig stark werden. Augenblick! Das Trainer-Dasein besteht nicht nur aus Pokémon-Fallen. Trainer tragen unter anderem nämlich auch Kämpfe mit ihm aus. Zeig mal, wie das geht. Lass uns kämpfen.
Pokémon-Trainer Niki fordert dich. Du ein Duell aus. Er setzt sein Pikachu ein. Wir setzen uns unser Evoli ein. Kämpfen. Bodenschlag. Heuler. Rücksichtslos haben wir neu gelernt. Donnerschock. Ich will meinen roten Schlag wiederholen. Heuler. Ich glaube, unsere Verteidigung geht runter. Angriff geht runter. Okay. Ihr seid doof, Alter. Ja, ich weiß. Deckel. Also unser Angriff geht wieder runter. Aber wir machen Deckel. Bam. Unser erster Pokémon-Kampf und er ist besiegt. 31 Erfahrungspunkte haben wir erhalten. Level 7. Spezialangriff haben wir gesteigert. So, der Rest des Pokémon. Was? Level 4. Okay. Oder besiegt. Was? Ich habe verloren. Du gewinnst 120. Urdolle. Och man, ich hätte mir den Mund bloß nicht so voll genommen. Wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das mal anders mal wiederholen. Na, wie war das dein erster Kampf? Dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht. Muss ich schon sagen. Also. Hier ist Mama. Och, Bäcker. Wenn Evoli auf. Was? Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt ihr beide schon wie ein richtiger Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Du erhältst ein sportliches Set. Du verschaust das sportliche Set in deine Klamottenbox. Wenn ihr Evoli in diesem Set anziehst, könnt ihr wie ein Partnerlook auf Reisen gehen. Huch. Nein. Spielen. Spiele mit Evoli. Führe die Hand zum Evoli und bewege sie, um zu streicheln. So, jetzt noch sein Schwanz. So. Na, da wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli wahnsinnig freuen, dass du dich um ihn kümmerst. Wenn du mit dem Knopf X im Menü mit Evoli spielst, auswählst, kannst du mit Evoli wann immer du willst spielen. Nein, das ist nur langsam. Leider können wir nicht kämpfen.
Für deine Lieferung. Im Pokémon Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Kannst du mal rübergucken. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Du erhältst einen Trank. Wenn ein Trainer gegenüber antritt, kommt es vor, dass Pokémon sich dabei verletzen würden. In solchen Fällen sollte es ihnen einen Trank geben. LOL. Der Axel. Schnups, Axel. Hol dich raus. Ratzfatz, wir kämpfen mit Evoli. So, jetzt Tackle. So, Gelassel Level 6. Ist gut. Oh, du bist so stark! Du gewinnst 60 Pokédollar und du erhältst 3 Bälle. Ich glaube, wir sollten mal runter und wieder mit jenen sprechen. Glaubt sie. Schade, dass man hier nicht kämpfen kann. Naja, die Angst. Ja, schade. Schade, schade. Also, was brauchen wir nicht? Niki. Ey, du schreist hier über beiden Ohren. Bäcker, was ist denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Pokémon-Trainer gewonnen? Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist schon ziemlich anstrengend für den Pokémon. Die verlieren oft dabei HP und AP. Aber wenn du einen Pokémon-Center bringst, wird dein ganzes Team wieder aufgepäppelt. Es dauert übrigens nicht so lange und kostet dich wirklich nichts. Halt den Zustand deiner Pokémon nach dem Kampf immer im Auge, ja? Yep, machen wir. Willkommen im Pokémon Center. Willst du denn deinen ganzen Pokémon wieder fit werden? Ja, klar. Für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Beehrt uns bald wieder. Und auf Wiedersehen. Aber hier ist kein Computer, wo ich zu der Box komme. Das ist zwar die Schule. Ja, schon, ja. Wieder draus. Niedlich, dein Pokémon sitzt auf der. Mir wäre es das schon ziemlich schwer. Ich führe meinen Pokémon lieber in eine Runde raus. Mir aber. Öffnest du einfach dein Spielermenü mit X, schau dir dein Team an. Du hast ja ein Pokémon ausgesucht. Dann wähle es aus dem Pokéball hinausführen und schau, begleite sie auf eurer Reise. Es gibt nichts Niedliches, ich schwöre. Pass auf, ich mach dir das mal vor. Ich will aber nicht, dass Consensor uns... Ah, hier ist der Pokébox.
aus dem Team bewegen? Nee, Konsensa will ich im Team behalten. Hauptsächlich auch ein Team behalten. Eine Ratsfass brauche ich nicht. Ja, und Habitak. Auch nicht. Aber ich muss es ja auch entwickeln, okay. Team wieder zufügen. Team wieder zufügen. Und Team wieder zufügen. Was für ein Bäcker? Für Evely? Kleidung? So. Bonbonglas? Team? Zeig mir den Pokéball. Pokémon Arena von Vectania City. Diese Pokémon Arena ist dauerhaft geschlossen. Wer hier wohl Arenaleiter ist? Ach, das wissen wir, aber ich will ja nicht spoilern. Tipps für Trainer. Um einen Coop-Trainer herbeizurufen, musst du den zweiten Kunde einfach mal schütteln. Seit macht die Reise viel mehr Spaß. LOL! Man kann doch zusammenspielen. Okay, und wie kann man... Route 2. Verbindet Vectania City mit Marmoria City. Sind wir jetzt im Wald oder wo sind wir jetzt hier? Nee. Ah, okay, nochmal schütteln. Dann geht sie weg. Wenn dein Pokémon Attacken einsetzt in dem gleichen Typ wie es selber, dann macht es viel mehr Schaden. Okay. Wie gehst du in den Montana Wald? Der Wald bildet ein natürliches Labyrinth, also pass auf, dass du dich nicht verläufst. Wir verlaufen uns doch immer. Raub sie! Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon sammeln. Sie sind schon ganz hipplich, weil sie sich auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Ich auch! Raub sie! Winzig. Klasse, Raubsi wurde eingefangen. Hier wurde ihre Rechte. Level 7, Level 8, Level 5. Oh, Litschus, okay, das ist cool. Level 5, Raubsi, Level 4, Habitak und Level 5, Nidoran. Für Raubsi wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Null Komma eins
9 Meter, 20 Zentimeter, also so. Das ist Raubsee? Und Waterboard 24 cm, aber scheiße, der ist ja klein. Bewühlt man die Fühler auf seinen Kopf, so versucht sich zu schützen, indem es ein renoviertes Duft absondiert. Oh, ein Pokal. Gegen Gift. Ja. Oh, ein Hondi. Hondio. Welches Hondio entscheidet? Ah! Großartig. Onio. Gibt's auch erst in unserem Team. Topsail Level 4, 6 und Habitat Level 5. So, für Hunde wurde ein neuer Eintrag in Pokédex angelegt. Auf seinem Kopf befindet sich eine sehr spitzen Stachel. Es versucht, sich in hohen Kreis wie Wälder und frisst einen eifig Blätter. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie groß das ist. So, kämpfen. Ruckzucki. Tja. 80 und 3 Pokébälder. Wieso glänzen die? Safkon. Safkon. Okay, Beutel. Eine Hemmibäre. Auswählen. Okay, zielen. Davon wurde in dein Team eingefangen. So, Liron Level 6. Giftstaffel. Okay, wichtig und richtig. So, um sich zu schützen, hattet es einiges eifrig seinen Panzer. Doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird seine Innern entblößt. So, Käfersammler. Wieder ein Pokémon. Wir machen wieder Rucksack-Sieb. Wir sind 5 Level drüber. Neun EP nur. Aber 3 Pokébälle gekriegt.
Minipilz. Sapkorn. Was bist du? Gegengift. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!